Wie soll man das nennen, was wir hier machen, wenn quasi das immer so zu Gymnastik reduziert wird? Ne? Yoga, könnt ihr selber nachgucken. Ne? Es gibt dieses Jnana-Yoga, das ist eigentlich das, was wir hier machen. Selbsterkenntnis und Lesen und so weiter. Dann gibt es das Karma-Yoga, das ist Yoga des Machens und dazu gehört im Grunde genommen das Flow, ja? Also im Hier und Jetzt agieren. Dazu könnte man auch Übungen nehmen, aber das war damit, also die kamen da nicht drin vor. Das ist eigentlich das tägliche Leben, trotzdem voll anwesend zu praktizieren. Und dann gibt es das Bhakti-Yoga, also Pflegen von Liebe, Mitgefühl. Und da bin ich nicht so ein Freund von, also das Anbeten von Göttern oder vom Meister, das muss nicht sein. Also diese drei Grund, das sind die Ur-Yoga-Richtungen. Ne? Aufmerksamkeit. Jnana, Selbsterkenntnis. Freundlichkeit, Bhakti-Yoga. Und Gelassenheit im täglichen Machen, Karma-Yoga, Gelassenheit, Wu-Wei. Ich sage das mit Absicht so, dass euch klar wird, dass je länger ihr euch selber damit beschäftigt, ihr mehr die Parallelen findet und rauskommt aus diesem, das ist mein Glaube oder das habe ich gelernt, zu Aufgeschlossenheit. Ne? Weil die Wege sind verschieden, aber ich glaube, die Richtung, wo es hinführt, ist die gleiche. Ja? Also es waren die drei Wege quasi und da ist bei jedem Weg ist immer, sind die anderen beiden mit dabei. Ne? Genauso wie bei den Meditationswegen immer wieder Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit müssen schon zusammenkommen. Ne?